Hallo und schönen guten Morgen zusammen. Ich wollte die Gelegenheit nutzen und am Mittwochmorgen einen kurzen Review von Trade geben, den ich gestern genommen habe. Ich habe ihn auch auf Mauern-Straßenwetten gepostet. Und zwar geht es um das kleinste, volatilste Play aus meiner dieswöchentlichen Watchlist, Chico's, diese Frauenbekleidungsmarke. Und die hatten ja gestern, also dienstags, Earnings Report. Und da ging einiges drunter und drüber. Und vielleicht für euch als kleinen Recap, was so meine Gedankengänge waren und wie man am Entscheidungsprozess eigentlich die bisherigen Videos, die ich hochgeladen habe, vielleicht ein bisschen verbinden kann. Jetzt mal so ein Versuch. Also, Chicos ist das kleinste, volatilste Spiel gewesen, liegt auch unter eine Milliarde Market Cap. Ich war am Sonntagmorgen einfach von der Hochzeit wohl zu müde, als dass ich das irgendwie gerafft habe. Ich habe die Sales als Market Cap gelesen und bin dafür jetzt zeitweise von Mauernstraßenwetten Urlaub. Alles gut, war ja mein Fehler. Deswegen findet ihr sie auch nicht mehr im PDF, logischerweise. Momentan sind Earnings, wie ich auch in dem Earnings-Video gesagt habe, ja, immer so eine zweischneidige Sache, egal ob positiv wie negativ. Man kann vorher nicht genau sagen, wie der Markt reagiert. Und Chicos war gestern eigentlich ein Paradebeispiel dafür. Ihr könnt euch die Zahlen ja selbst anschauen, aber jetzt mal roundabout 380%, um 380% wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Firma hat zum ersten Mal seit 2013 überhaupt Profit angemeldet und dann doch einen respektablen Profit. Ihr seht also, der Estimate waren minus 7 pro Aktie und sie haben 21, ich habe gestern sogar 22 Cent pro Aktie Profit gemacht. Also angesichts des bisherigen Kursverlaufs, der bisherigen Berichte, ein Wahnsinnsergebnis mit auch sehr schönen Ausblicksszenarien für das nächste Quartal eigentlich. Trotzdem ist der Kurs der Aktie gestern massiv eingebrochen. Wir hatten kurzfristig minus 17%. Und von den Fundamentaldaten her gibt es eigentlich keine Erklärung dafür. Ne? Also alle Erwartungen wurden übertroffen. Sie haben sogar massiven Profit veranschlagt. Das heißt, sie haben jetzt entsprechendes Kapital auch zur Verfügung, um weitere Aktionen zu machen. Trotzdem massiver Kurseinbruch. Gibt jetzt verschiedene hypothetische Gründe, warum das so sein oder warum das so sein könnte. Einige große Damen und Herren möchten eine Long-Position eröffnen, haben ein paar Market Maker bezahlt, den Kurs zu drücken. Allerdings so kurzfristig ist das eher untypisch. Normalerweise wird das über einen längeren Zeitraum getätigt, damit es eben nicht so auffällt. Andere Möglichkeit ist, wenn man jetzt mal von den größeren Sachen ausgeht, dass jemand eine sehr, sehr große Short-Position auf Chicos hat und die in Gefahr sah und jetzt den Kurs versucht, etwas künstlich noch weiter zu drücken. Oder die Short-Position praktisch rechtzeitig zu beenden, um nicht mit größerem Verlust rauszugehen, bevor der große Ankauf kommt. Ein Indikator ist, dass wir praktisch vierfaches Volumen als normal gestern hatten. Und jetzt schauen wir mal meinen Entscheidungsprozess und was ihr vielleicht daraus mitnehmen könnt. Also ich habe die Aktie natürlich auch auf meiner Watchlist in TraderFox und in TradingView gehabt. Und sie war am Dienstagmorgen dann so 1-2% im Plus. Aber ich bin eigentlich jemand, der ungern vor 15:30 Uhr Positionen eröffnet. Und ja, schaue mir das ganz gern an, aber das Volumen ist einfach zu niedrig und da können dann so Kursausschläge schon falsche Hoffnungen oder Fürchte wecken. Und ja, deswegen bin ich da einfach nicht rein und habe da auch nichts gemacht. Wobei die Zahlen sind immer 1, 2, 3 Stunden vorher bekannt. Also man wusste praktisch nach 12 Uhr eigentlich schon, dass es ein Wahnsinnsergebnis wird. Und ich springe jetzt mal ganz kurz in den Discord. Wir hatten dann gestern auch die Diskussion, dass einige Leute aus dem Server gefragt haben, ob es sinnvoll wäre, reinzugehen.
Ich habe dann aber praktisch auch recht geschrieben, also es war kurz vor oder kurz nach drei, seht ihr hier, und ich habe immer, nee, wartet mal. Einerseits ist der Spread natürlich niedriger für deutsche Broker, wenn wir nach 15:30 reingehen und man weiß nicht, wie es wird, wie es sich entwickelt. Und dann kam der massive Drop, also alles richtig gemacht aus unserer Seite. Und letztlich habe ich mir es dann angeschaut, wie ich vom Charting her dazu komme. Komme ich gleich, aber ich habe dann praktisch schon relativ früh geschrieben, dass ich eine Limit-Order auf 4,20 Euro gesetzt habe. Also ich habe Chicos of Trading, Trade Republic gehandelt, die danach ausgeführt wurde. Und ich habe es dann auch gepostet, einige sind auch gefolgt, einige sind etwas niedriger rein, weil es dann nochmal runterging. Ich habe es aber nicht geändert. Gehen wir mal kurz zum Chart. Das ist jetzt den ich euch auch gepostet habe. 4 Stunden, einen Monat. Und eigentlich dachten wir, deswegen habe ich auch bei 4,20 meine gesetzt. Die Vermutung war, dass er ein bisschen, wenn der Kurs tatsächlich weiter fallen sollte, kurz die EMA 200 reißt. Und am Anfang sah es auch so aus, wenn wir auf eine niedrige Timeframe gehen, dass praktisch die EMA 200 gehalten wurde. Aber dann gab es praktisch nochmal einen weiteren Drop. Und wenn man das jetzt von einem 4-Stunden-Chart her ansieht, macht es jetzt ja kaum Sinn. Also warum? Da unten sieht man ja, dass es dann auf einmal anscheinend ein Kaufvolumen gab, was sich auch bestätigt hat. Ich bin mittlerweile auch im Positiven mit der Position, also alles richtig gemacht, bis jetzt zumindest. Was ist hier der Grund, warum es hier praktisch ein Kaufvolumen gab? Also warum haben hier Käufer gewartet? Jetzt gehen wir mal zu unserem Support-Resistance-Flip-Video. Wenn wir jetzt weiter nach links gehen, also historisch im Aktienverlauf in die Vergangenheit, sehen wir, dass dieser Bereich, also um $4,80 rum, einige vormalige Resistance-Area war und dann als Support gedient hat. Wenn wir jetzt praktisch wieder einen kleinen Bereich einzeichnen, könnt ihr das noch besser sehen. Das ist ein Grund, warum ich da mein Entry gemacht habe. Das heißt, wir haben hier eine große Wahrscheinlichkeit, dass dieser Bereich praktisch Käufer findet, die zu diesem Preis bereit sind, einzusteigen. Und zweitens, jetzt kommen wir auf mein Standard Deviation Video, wenn wir auf den Daily gehen und wenn wir dann die Standard Deviations anmachen, sehen wir, dass gestern Mittag eigentlich bis fast auf den Cent genau der Preis bei Standard Deviation, okay, Entschuldigung, 2 Cent drüber, my bad, 2,5 Standard Deviation nach unten aufgefangen wurde und da das Kaufvolumen massiv eingesetzt hat, über die 2er Standard Deviation rein, dann Recapture auf dem Daily der EMA 200, steht wahrscheinlich heute bevor, hoffe ich. Und ja, also hier könnt ihr sehen, wie man vielleicht Indikatoren, die ich schon vorgestellt habe, oder aber Strategien, die ich schon vorgestellt habe, in der Kombination von meiner Seite zu einer Kaufentscheidung geführt haben. Und dazu gibt es noch kein Video, aber ich erwähne es sehr oft. Ihr müsst euch das jetzt vom Marktgeschehen so vorstellen. Natürlich gab es in dieser Aktie Long-Positionen von bestimmten Leuten und auch von größeren Institutionen, Hedgefonds, was auch immer, völlig uninteressant. Aber bei dem Volumen gibt es auf jeden Fall Long-Positionen von größeren Institutionen. Die sind ungern bereit, im Negativen zu verkaufen. Das mögen sie nicht gerne. Von daher, anders als man das den Retail-Tradern gerne beibringt, entweder sie haben Stop-Limits oder sie sitzen es aus, weil sich an der fundamentalen Idee hinter ihrem Trade nichts an der Firma geändert hat. Eventuell verstärken sie sogar ihre Position oder spielen kurzzeitig eine Short-Position, um ihre Verluste praktisch aufzufangen. Es gibt verschiedene Strategien, kommt sicherlich auch noch in anderen Videos. Aber wenn praktisch ein Abverkauf so plötzlich stattfindet, kann es auch bei größeren Playern sein, dass die Stop-Limits übersprungen werden oder sie nicht bereit sind, praktisch zu dem Preis zu verkaufen. Und dann entstehen im Chart sogenannte Gaps. Das könnt ihr tatsächlich optisch sehen.
Und das bedeutet eigentlich auch, dass diese Gaps dann auch irgendwann gefüllt werden. Das heißt, dort ist üblicherweise Kapital gebunden. Und eigentlich werden sie übersprungen. Auf den 4 Stunden gibt es noch eine weitere hier oben. Dort eben, wo meine Resistance aus gutem Grund eingezeichnet war vom Trade. Sodass ich eigentlich große Hoffnung bin, dass wir wieder hochkommen. Wie gesagt, ich nehme das Ganze am Montag, Mittwochmorgen auf. Ich kann auch komplett falsch liegen. Und wenn ihr das Video seht, ist Chicos stark weitergefallen. Noch glaube ich da nicht so ganz dran. Aber natürlich habe ich ein entsprechendes Stop-Limit gesetzt. Aber das vielleicht mal zur Erklärung, wie ich die Sachen so überlegt habe. Und was so meine Ideen dazu einfach waren. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Ich muss jetzt gucken, wie ich mein Trading View wieder hinkriege. Üblicherweise werden diese Gaps werden üblicherweise dann auch im späteren Verlauf gefüllt. Ihr müsst euch so vorstellen, dass in diesen Bereichen, wir haben praktisch oben halb noch eine, die auch in meinem Widerstandsbereich, den ich mal eingezeichnet habe, fällt. Und aus gutem Grund auch da ist, dort liegt praktisch Kapital noch fest. Ist besonders eindrücklich bei Indexen. Aber auch hier gehe ich davon aus, dass wir weiter hochkommen. Ich nehme das Video Mittwochmorgen auf. Ich kann jetzt auch komplett falsch liegen. Und ihr werdet dann, wenn ihr das Video seht, sehen, dass Chicos gefallen ist. Ich glaube jetzt aktuell nicht dran. Ich habe natürlich ein Stopplimit gesetzt. Aber das liegt auch nicht in meiner Hand. Ich habe aus den bestehenden Informationen gestern Nachmittag die Trade-Idee gehabt und habe dann den Trade begonnen. Jetzt schauen wir mal, was daraus wird. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen, auch so meinen Gedankenprozess vielleicht erklärt und eine Idee gegeben, wie ihr zukünftig selbst solche Sachen nutzen könnt, um Eingänge oder Ausgänge für Trades zu finden. Und jetzt schauen wir mal, was die Woche noch passiert. Russell 2K bewegt sich wunderbar. Ich hoffe wirklich, dass wir hier noch weiter nach oben pushen. Und das sieht alles gar nicht mehr so schlecht aus. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Habt einen wunderschönen Tag. Kritik, Anregungen gerne wieder hier rein. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Danke, ciao, ciao.